Ja, da bin ich wieder. Moin, moin. Ja, natürlich bin ich dann auch nicht sofort nach Hause gefahren, denn es war noch zu früh. Also genieße ich jetzt noch mal ein paar schöne Stunden hier am Grane Stausee mit einem schönen Eis als Belohnung zur Beendigung dieser Tour. Und das große Fazitvideo werde ich hier drehen, denn ich werde den See einmal umrunden. So viel Zeit ist noch. Das ist noch mal eine Bonusrunde. Also auf geht's, also dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich doch gerade hier so eine schöne Aussicht habe, da komme ich gleich hier mal zum ersten Punkt der Landschaft auf der Strecke. Also die war ja wohl grandios, das kann ich sagen, jeder Kilometer, alles war super, also das kann man gar nicht beschreiben. Es sind zwar nicht die Alpen, aber es war unbeschreiblich. Aber natürlich, wie man es hier auch sieht, ein kleiner Minuspunkt war natürlich, dass der Wald jetzt ziemlich weg ist, aber da wird man auch wieder Aussichten gehabt. Es gab aber auch schöne andere Buchenwälder dazwischen. Also das war richtig grandios. Also absolut 5 Sterne. Also unglaublich. Auch am ersten Tag, wo noch alles trüb war. Da kann man sich noch vorstellen, wie das denn bei Sonnenschein ausgesehen hätte. Aber alles in allem einfach nur grandios. Also das kann ich nur sagen. 5 Sterne. Meist auch plus, wie bei Radrunde Allgäu, auf jeden Fall. Naja, dann fahre ich mal weiter, wenn ich das kann, bei diesen ganz vielen tollen Aussichten hier um den See. Unglaublich. Alles nur unglaublich. Fahre ich nur einen perfekt asphaltierten Weg, deswegen komme ich jetzt hier auch zum Thema Wege, Wegbeschaffenheit. Ja, Wege, die Wegführung war schon schön, immer ziemlich abseits. Es gab ein paar Strecken, wo es ein bisschen lauter wurde, zum Beispiel Bad Sachsa hat er hoch, da war auch eine Umleitung, da war besonders viel los, Bad Lauterberg bis nach Herzberg, da war man auch mehr an der Straße. War auch nicht so schön, aber es war zum Glück an dem Tag nicht viel los. Also so kann ich sagen, echt okay. Und sonst solche Wege wie hier, Feldwege, Waldautobahnen, richtig schön. Am ersten Tag waren die natürlich ein bisschen matschig, an den anderen Tagen total trocken. Sofort am nächsten Tag alles abgetrocknet, richtig schön. Ja, bei Regen, ja, da saut das ganz schön rum. Die Wege können bestimmt ganz schön matschig werden. Ja, besonders die Feldwege. Und Asphalt, der war lang nicht immer so gut wie hier. Oft Flickenteppich, holprig. War schon ganz schön heftig. Kopfsteinpflaster war eher weniger. Das war fast manchmal noch besser als Asphalt oder sonstige Wege. Ja, immer diese Regenpfützen, diese ausgefahrenen, gab es auch unheimlich. Und anstrengend war es natürlich. Es gab starke Steigungen. Aber ich habe sie alle bewältigt, bis auf eine einzige, weil da war es fast eigentlich eine Treppe. Da ging das nicht so richtig und sehr schmal. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber da ging das ja nicht, aber alles andere habe ich geschafft. Das Höchste war irgendwie 15-16%. Und ganz kurz sind die Anstiege auch nicht. Und in welche Richtung man nun fährt, glaube ich, das ist völlig egal. Also von den Höhenmetern wird sich da nicht viel tun. Das ist echt... echt anstrengend, das muss man sich im Klaren sein, wenn man hier fährt. Aber wie gesagt, die Aussichten holen alles wieder raus. Naja, dann fahren wir mal weiter.
dann komme ich gleich auch mal zu den Highlights. Die Städte bei der ersten Etappe von Goslar angefangen bis nach Hirtballenstedt. Ja, dieses Fachwerk, die großen Kirchen, die Burgen, die da waren. Auch einige Ruinen. Sehr schön bei der zweiten, da war es mehr die Landschaft. Das noch ruhigere, da war echt nicht viel los. Das war richtig schön still auf einsamen Straßen und Wegen. Wunderbar. Am dritten Tag war es ja auch. Ja, einfach wunderschön, ich muss sagen, Karstwanderweg hat man immer gekreuzt, also nochmal ein Tipp. Das war auch richtig schön. Am letzten Tag war es natürlich sehr entspannt, da war nicht mehr viel los. Die letzten 50 Kilometer einfach nur durch die Landschaft chillen. Keine großen Steigungen, also das war perfekt, irgendwie war es richtig perfekt geplant, zum Schluss nochmal sowas Ruhiges zu haben. Also. Aber ich habe bestimmt einiges auch nicht gesehen. Mein absolutes Highlight, glaube ich nicht nur, ich glaube, ich war es da oben auf der Burgruine am Abend der zweiten Etappe. Da überall die Osterfeuer auch zu sehen. Endlich diese Sonne, Sonnenstrahlen, blauer Himmel, soweit man auch gucken kann, richtig klar. Das war eine tolle Aussicht. Das war ein absolutes Highlight. Aber ich habe bestimmt auf der gesamten Tour nicht alle Burgen, Naturschönheiten gesehen. Also es gibt bestimmt noch was zu entdecken auf dieser Tour. Also weiter geht's jetzt. Jetzt komme ich nochmal auf die Punkte Verpflegung und Übernachtung. Also Übernachtung ist eigentlich gar kein Problem im Harz, ist klar, die Infrastruktur ist natürlich sehr gut. Überall gibt es Pensionen, auch Campingplätze waren richtig viele. Ich war ja nicht mit dem Zelt unterwegs, aber das wäre auf jeden Fall möglich. So alle 20 Kilometer auf der gesamten Strecke war irgendwas zum Campen, Wohnmobile abstellen. Also da war überall was vorhanden, auch in kleineren Ortschaften ab und zu mal. So mittendrin in der Landschaft, plötzlich ist ein Campingplatz. Hotels, Pensionen, Privatzimmer, also in jedem Ort, würde ich mal sagen. Ja, und Verpflegung natürlich auch sehr gut. Die Hauptstädte, so wie hier am Nordrand, da ist natürlich sehr viel, da ist ja alle 5 Kilometer bald eine Stadt, wo es alles gibt. Und ja. Eine kleine Strecke, was heißt klein, 100 Kilometer, da wird das ein bisschen weniger. Auf der zweiten Etappe zwischen Ballenstedt und Neustadt, da ist nicht viel, da ist Wippra dazwischen, die als größere Stadt. Da ist auch eine Tankstelle, das ist aber nur eine Automatentankstelle, also kann man da nichts kaufen. Ich war Samstag da, konnte im Laden einkaufen, aber sonst wäre es ziemlich mager da. Ein paar Gasthöfe gab es zwischendurch, ja, aber sonst war es eher spärlich gesät. Also wenn man da sonntags oder feiertags längs fährt, sollte man sich vielleicht mal was mitnehmen. Zumindest Getränke, damit man da nicht verdurstet. Essen geht ja auch immer mal ohne. Ja, und noch ein Punkt, ja, Bänke, wo man sich dann auch die Verpflegung zu sich nehmen kann, gab es ja auch fast auf der gesamten Strecke, aber wie es so ist, am letzten Tag dann auf einmal ein paar Kilometer lang nichts. Also waren viele überdachte Plätze, ziemlich neu auch. Also Sachsen-Anhalt war besonders viel, fand ich. Ja, also eigentlich sehr gut und meistens auch immer, sobald ein Aussichtspunkt war, Bank, am liebsten auch mit Tisch, alles dabei. Also das kann man sagen, auf gesamten Strecke. Top 5 Sterne für diese Punkte. So ohne Schilder, so habe ich mich auch teilweise auch gefühlt. Das ist der große Kritikpunkt auf dieser Strecke.
Also auf der Nordseite war alles top. Da waren neue Schilder, alles super. Also auf jeden Fall die erste Etappe auf jeden Fall super. Auf der zweiten ging es noch, aber dann fing das irgendwann mal an. Irgendwie gibt es auch mal eine neue Strecke. Also es hat manchmal gefehlt, man hat die Pfähle an der Seite gesehen, aber die Schilder waren nicht mehr dran. Also ich muss sagen, ich war froh, dass ich ein GPS-Gerät mit hatte. Also das ist der wirklich große Kritikpunkt. Also für die Nordseite ist auf jeden Fall top gewesen. Heute war auch am vierten Tag, war es nicht so toll. Also da hat auch eine Menge gefehlt. Das ist echt ein Kritikpunkt, da kann man nicht viele Sterne für geben. Ein bis zwei. Aber ich würde ja 2,5 gehen. Ich mache mal die Hälfte, weil auf der Nordseite, auf dem Nordrand des Harzes war das völlig okay. Aber dann wurde es echt schwierig. Also ich war froh, dass ich GPS dabei hatte. Naja, die Tour hier ist auch bald zu Ende. Schauen wir mal, wo die letzte Ansage jetzt mache. Mit diesem schönen Blick zur Staumauer komme ich jetzt zum Abschluss. Als letztes gebe ich vielleicht mal eine Empfehlung ab, welches Rad man mitnehmen sollte. Es sollte auf jeden Fall gefedert sein. Ich bin jetzt mit einem Gravelbike gefahren, ist okay, aber es waren auch viele Strecken, die sehr holprig waren. Also die Reifen, die breiten Reifen bei so einem Bike federn nicht alles ab. Also gefedert sollte es vielleicht sein. Mountainbike muss es nicht unbedingt sein, aber Vorderradgabel mindestens sollte gefedert sein oder auch noch dazu gefederter Sattel, eine Sattelstütze, die gefedert ist, das wäre sehr zu empfehlen. Also mein Hintern konnte es ab. Ich habe es alles überstanden, aber das ist echt holprig auf dieser Strecke. Das ist, was man machen sollte. Vielleicht auch bei den großen Steigungen ein E-Bike, ob Mountainbike oder auch ein normales E-Bike ist sehr zu empfehlen. Natürlich nicht jeder ist so sportlich wie ich oder so durchgedreht und macht so viele Höhenmeter und fährt sogar noch weiter abends, wenn man angekommen ist, noch ein paar dazu zu machen. Ja, nicht jeder ist so verrückt, aber ein E-Bike ist okay. Die Infrastruktur ist da. Sachsen-Anhalt ist besonders gut da drin. Ich habe viele Ladestationen gesehen, auch mitten in kleinen Ortschaften. Auch Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel, was soll ich jetzt mal nennen, ja, dieses Bergbaumuseum Wettelrodel, glaube ich, war das. Da stand auch ein Ding davor. Das ist eigentlich auch fast in der Walachei. Also das war richtig gut. Also E-Bike ist sehr zu empfehlen. Mountainbike, okay, muss es aber nicht unbedingt sein. Aber Federung ist von Vorteil. Und was ich noch als Tipp geben könnte, man könnte sich ein kleines Buch mitnehmen. Denn überall und nirgends gab es diese Stempelstellen von der Harzer Wandernadel, also überall. Also das wäre noch eine tolle Erinnerung gewesen. Also das kann ich echt empfehlen, wer das nochmal macht hier. Das ist was. Da habe ich mich fast geärgert. Ich hatte nichts mit. Naja, aber so habe ich jetzt Erinnerung. Das Video, die vier Stück, die ich gemacht habe. Tolle Etappen, richtig klasse. Also ich hoffe, es hat euch denn gefallen. Also ich würde auf jeden Fall die nochmal fahren. In welche Richtung ist ja egal. Anfangspunkt ist auch egal. Ja, da kann man überall starten, wie man möchte. Das Einzige ist, Bahnhöfe gibt es natürlich nicht überall. Bei der zweiten Etappe war es auch etwas schwerlich damit. Aber sonst ist die Anreise eigentlich relativ einfach zum Harz. Denn auf der zweiten Etappe war nur ein Bahnhof im Wiehbra, sonst war das eher weiter weg wie Mansfeld oder Sangershausen, Nordhausen. Da gab es Bahnhöfe, also es wäre schon ein ordentliches Stück weit weg, also einen Startpunkt zu wählen. Wo ein Bahnhof ist, oder so wie ich mit einem Auto anreisen, dann ist es ja eigentlich völlig egal, wo man startet. Also alles in allem eine super Reise. Also ich habe es genossen. Tolle Ostern waren das dieses Jahr. Ja. Es hat sich gelohnt, 2 Jahre weiter darauf zu warten und sich darauf zu freuen. Ja, und als nächstes
hoffe ich ja, dass das neue Bike endlich kommt. Ja, noch 33 Tage sind das von heute an. Sollte hoffentlich möglich sein, sonst muss ich doch mit dem Gravelbike los. Aber wie gesagt, an meinem Geburtstag am 21. Mai geht's los. Vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon los, ich weiß es nicht. Denn, naja, es gibt eine große Reise, eine richtig schöne Gegend. Lasst euch überraschen, oder ihr seht das bei Komoot oder ja, Instagram. Da werdet ihr es vielleicht auch noch sehen. Aber sonst freue ich mich jetzt den nächsten Monat auf mein neues Fahrrad. Hoffentlich zumindest Vorfreude auf die große Radreise. Also, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin moin. Bis zum nächsten Mal. Ich bin unterwegs und zwar stehe ich hier da unten. Ach scheiße. Ja. Hallo? Geht das hier noch oder? Willst du nicht mehr? Würde ich auch mal anschauen würden. Anschauen. Den Wandern mache ich hier noch nicht. Nein, halt. Und schon geahnt. Ja, das ist die süße Talsportstahl. Oh Mann. Und hattet ihr es doch. Oh Leute, jetzt kommt hier so ein Wind auf. Moin und herzlich willkommen am 3. Oh Mann. Jetzt bin ich wieder hier hochgefahren und habe jetzt nur noch ja, 60. Oh Mann! Aber die Reifen tun halt nicht alles abfedern. Es gibt so viel. Oh Mann. Mit diesem schönen Blick auf die Staumauer komme ich jetzt mal zum Abschluss. Jetzt komme ich mal zu dem. Empfehlung. Ah, macht er mir noch Ärger hier. Das war ja irgendwie klar.